Alles klar, Leute, es ist soweit. Die Radläufe holen einen ein, man kommt nicht drum rum. Wenn ich dürfen will, muss ich die Radläufe machen, kann ich nichts ändern. Yay, yeah, geliebte Radläufe! Ja, eigentlich muss ja ehrlich sein, eigentlich habe ich ja voll Bock auf die Dinger, ne? Oder ich bin sowieso mit Radläufen, das mag ich schon, allerdings macht man das vorm Lackieren und nicht danach. Ja. Wenn ihr unser allererstes Video verfolgt habt, die Fotokollage, die wir da eingestellt haben, da sieht man das Fahrzeug noch, wie es original drin steht. Also, was für ein Offroad-Fahrwerk vorher drin war, also da wurde, meine Theorie ist ja, dass der höher gelegt wurde. Was natürlich ein Fahrwerk von 60-40 in andere Dimensionen wirft, wenn natürlich dann die 60er Feder von der die Hälfte von der Feder ist, die man rausmacht. Ja, also da hat sogar Federspanner noch nicht mal mehr die Spannung rausgebracht. Also war ziemlich extrem. Ich zeige euch jetzt mal den linken Radlauf, was wir mit dem gemacht haben, dass es passt. Vielleicht tut unser Schnittmeister noch ein paar Fotos vom Verschränken, weil wir haben es genauso wie beim TÜV nachempfunden. Sah auch sehr wieder mal sehr spektakulär aus. Tun wir mal zwei, drei Fotos mit rein, jetzt im Moment. So, ihr habt gesehen, wie er drinnen gehängt war. Wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, natürlich hier mit Isoband optisch nochmal schön gemacht. Man muss halt nochmal beilackieren, nochmal nachlackieren. Das wird jetzt nicht ausbleiben, weil sowas macht man eigentlich vorm Lackieren und nicht danach. Aber wie gesagt, der war vorher mit dem Radlauf hier oben. Und dann ist der gute keine 6 cm, sondern das müssen mindestens 12 cm gewesen sein, die da zum Boden runter ist. Also Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, wenn ihr mal guckt, ich kriege jetzt die Hand hier drunter. Wenn ich links, rechts einschlage mit Verschränkung, habe ich noch gut einen Kugelschreiber Luft drinnen, ohne Einfedern. Wir sind hart an der Grenze und das ist auch gut so, weil ich will hier ehrlich gesagt keine Riesenflügel dran haben. Ja, das gefällt mir dann und wieder gesagt optisch nicht. Jetzt passt meine Hand so im Stehen und gerade Auslauf passt die Hand super durch. Die Kante ist jetzt gebördelt. Wird natürlich dann innen nochmal konserviert, außen nochmal beilackiert, dass das halt hier einen gesunden, runden Abgang gibt. So soll er mal ausschauen. Da werden wir wahrscheinlich beim TÜV auch die Fahrzeugbreite nochmal neu messen dürfen müssen, weil das waren bestimmt 8 mm bis 1 cm, den ich nochmal raus bin. Und zum Vergleich, ja, also wir hatten schon Arbeit, aber hier in diesem Fall passt gerade mal mein Finger drunter. Meine erste Kuppe, Fingerkuppe passt drunter und da soll dann früher oder später meine ganze Hand von der Breite her durchpassen. Ja, wie auf der anderen Seite gesehen. Ja, also so ist jetzt das Optimum, so möchte ich es haben. So Leute, ihr seht selber unseren Radlauf. Da ist er, die Rollen für den Bördel ist jetzt drauf. Wir wollen nämlich aus einem Bördel machen, der Bördel ist quasi 90 Grad, machen wir jetzt an Falz. Und da wir ja an diesem Kotflügel nicht gar so viel beschädigen wollen, muss ich mich natürlich zurückhalten mit Hammerschlägen und sonstigen. Ich habe zwar hier noch meinen Stöckler vorbereitet und meinen Hammer, aber müssen wir uns ein bisschen zurückhalten. Ich versuche jetzt einfach mal, ich habe hier noch meine alten Markierungen drauf vom Reifen, dass ich weiß, wo ich auf jeden Fall raus muss, weil vorne, hinten passiert nichts mehr. Wir lassen euch jetzt mal so mit dabei. Eventuell kann man da einen schönen Zeitraffer machen und dann ist quasi ein Radlauf innerhalb von 5 Sekunden gemacht. Oder 10, lass es 10 sein. Wir lassen euch jetzt mal mit bei. Ich versuche hier nach und nach runterzuarbeiten. Ziese muss derzeit das Lenkrad dann halten, dass man hier vorne die Achse nicht aufhaut, weil wir den mittig aufgebockt haben. Weil ich ehrlich gesagt nicht immer gerne auf die Schwelle gehen möchte, weil jetzt sind sie mal versiegelt. Und umso öfter ich da drauf rumbocke, umso mehr schiebt sich ja dann die Farbe da weg, gerade bei Schwellern. Und Obbel verträgt sich nicht gut, ja, also in Bezug auf Rost, ne. Ja, ich leg da mal los. Ich hoffe, Ziese ist auch schon so weit. Und dann fangen wir mal an, hier das Ding rauszuquetschen, ne?
jetzt ist sie, lenk mal ein bisschen links bitte. Nach links. Jawohl, super. Ja, da können wir auf jeden Fall noch 2 mm rausholen, das sehe ich jetzt schon. Jetzt werden wir weitestgehend versuchen, noch Platz zu kriegen. Stöckler von außen, quasi als Federgewicht. Und von innen mit meinem Lieblingshammer schön rausmassiert. Ich darf natürlich nicht auf diese Fläche irgendwo treffen, dann habe ich nämlich ja Spitzen drin. Da muss ich mehr beilackieren, als sie mir lieb ist, da ich ja mehr auf der Kanten bleiben möchte und das dann mit Beispitzverdünnung und Klarlack einigermaßen einblenden möchte, dass man da nichts mehr sieht. Ich fange jetzt mal das Klopfen an, wenn es zu laut wird, einfach Ohren zu halten oder Ton leiser stellen. Wenn ihr euch das mal kurz anschauen wollt, wie das innen aussieht. So, ihr seht Säge, Börtel, Falz. Man muss natürlich beachten, dass mit jedem Hammerschlag das Metall kalt verformt wird. Sozusagen dadurch auch spröder wird und es da spröder gestreckt und gestaucht und dadurch die Flexibilität des Metalles etwas eingeschränkt wird. Ich versuche nur so human wie es geht platt zu kriegen, flach zu kriegen in die Falzrichtung. Ich werde noch einmal durchgehen. Man sieht schon so leichte Dellen, aber umso flacher ist, umso besser ist es ja auch. Die Steifigkeit bei diesem Fahrzeug ist deswegen trotzdem gegeben. Es ist nicht wie bei so einer BMW da drüben, wo das nur so ein halber Millimeter Börtel ist. Ja, mal gut ein Zentimeter Börtel. Also zum anderen ist er ja auch ja mehrfach verschraubt an der Karosserie. Also damals wurden halt Autos noch anders gebaut. Oh, hubala, vom Beckenkäfer erwischt. Zum anderen kommt noch dazu, dass die Karosserie auch relativ gut verzinkt ist. Was ich selber nicht gedacht hätte, oder ich hätte es nicht geglaubt, wenn ich noch nicht auseinandergelegt hätte und mir bei manchen Roststellen das zu Gemüte führen durfte, dass Opel damals schon Fahrzeuge verzinkt hat. Also Hut ab, haben sie gut gemacht. War auch mit denen seine Rettung hier. Wir machen irgendwann mal eine Gesamtgeschichte über das Fahrzeug, dass ihr die Historie von diesem Opel auch nachvollziehen und verstehen könnt. Wir sind froh, dass wir da gemacht haben, trotz der Niederschläge, die wir hatten mit dem Fahrzeug, aber die Form ist halt unvergesslich und einfach geil. Ich gehe jetzt nochmal durch mit dem Böttel, dann gehen wir nochmal mit der Walzen durch und dann dürften wir eigentlich da genau da sein, wo man ist. Und dann holen wir euch zum Verschränken wieder, weil, wie gesagt, wenn ihr das mal so live seht, das sieht echt abgefahren aus. Also bis gleich. Ja, okay, wir wollen ehrlich sein, wir haben noch zweimal drunter gemusst mit der Walzen. Einmal Walzen, Stöckler, Hämmerler hat nicht ganz gereicht. Wir mussten jetzt zweimal nochmal mit einem Rollen rein und das war nicht ohne, also ziemlich heftig. Petrus ist uns treu, ne, der hat die Sonne verscheucht und es etwas regnen lassen. Wir machen jetzt mal dieses TÜV-artige Verschränken, soll heißen, ich tue den hier drüben aufbocken. 3 Hölzer liegen schon bereit, also das sieht ziemlich abgefahren aus. Irgendwie ist es unbewusst, aber es kommt einem so vor, als ob man das Auto gleich auf die Seite legt. Ich pumpe es mal auf. Hinten links untersetzt,
dass wir vorne rechts sehen, wie tief er einfedert. Also meine Hand bis jetzt passt, meine Hand zwischen. Wir schauen mal. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie der hier drüben einfedert. Das ist natürlich ziemlich heftig. Aber wenn das der TÜV so vorschreibt, dann muss das so passieren. Zumindest hat er es ja so praktiziert, wie ihr in den ersten Fotos seht. Ich wäre natürlich stolz, wenn ich mein Fahrzeug so bewegen würde. Ne? Okay, jetzt gehen wir auf unsere besagte rechte Seite vom Fahrzeug in Fahrtrichtung rechts. Was haben wir da? Sieht nach Platz aus. Jo, die Patschehand passt hervorragend runter wie auf der anderen Seite. Er hat natürlich jetzt einen extremen Schwung reinbekommen. Ich habe ihn versucht, optisch so weit es geht in einer Flucht zu behalten. Ich will natürlich nicht hier unten dann wieder alles noch mit rausholen, dass ich meine Striche dann nochmal neu reinlackieren muss. Das will ich natürlich vermeiden. Bis jetzt passt meine Hand rein. Ich lenke jetzt noch komplett rechts ein. Das ist quasi das Maximale an Einfedern. Man könnte natürlich hier unten auch noch unterlegen. Okay, wir wollen es aber nicht übertreiben, weil ich werde in meinem Leben nicht so auf einen Randstein drauf fahren, dass der so unter solche Belastungen kommt. So, ich drehe rechts ein, der Zisi hält mal drauf. So, jetzt haben wir komplett rechts eingelenkt, soweit es geht. Uns wurde gesagt, ein Kugelschreiber sollte noch dazwischen passen. Also ich denke, mein Zeigefinger hat schon die Größe eines Kugelschreibers. Wir gehen aber nochmal, wir tun nochmal nachfedern. Und ihr seht selber, also wenn er unter völliger Belastung ist, habe ich da noch gute 3 cm, bis er auf dem Federwegsbegrenzer drauf ist. Also wir sind safe, wir sind sicher. Also wenn der TÜV-Prüfer jetzt noch was sagt, dann wissen wir, dass wir einen richtigen krassen erwischt haben. Ja. Und von daher, wir sind durch. Jetzt müssen nur noch die Distanzen kommen, draufschrauben, Kurzkennzeichen zum TÜV. Komplett den Kroaten deutsch machen, anmelden und dann haben wir ungefähr noch 2 Monate Spaß mit dem Fahrzeug, bis halt dann die Saison vorbei ist und haben es geschafft. Der Zisi spricht jetzt noch das Abwort. Er schwenkt die Kamera und grinst nochmal. Okay. Ich bin fertig, ich brauche heute nichts mehr. Ich bin froh, wir haben es geschafft. Fertig ab. Ciao.